Peace und hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es nicht um die E-Mobilität, sondern heute geht es um Idiotie. Fitness, ja, Fitness nicht so. Und zwar gibt es auf YouTube von Sascha Huber, das ist ein österreichischer Powermann. Grüße nach Süden. Gibt es eine Challenge, das sind die 1000 Liegestützen. Kevin Walters hat es auch noch gemacht. Der hat dann bei 300 versagt. Und das sind Geräte, das sind richtige Massetiere. Und es gibt noch mehrere, ich verlinke die unten mal. Und jetzt will ich euch mal sagen oder zeigen, wie das ein richtiges Massetier macht. Also ich nicht. Ich als absoluter, ja, fast untrainierter, versuche mich auch in der Challenge. Wäre jämmerlich versagen. Ich hoffe, dass ich 300 schaffe, vielleicht schaffe ich 400. Aber es ist erst einmal Ding. Es sollen in einer Stunde, also 60 Minuten Zeit. Und ihr seid hier jetzt mal in meiner, wie nenne ich es immer, Steel Body Working Schuppenmaschine. Und es ist nur noch kein Steel Body rausgekommen. Ich mache mal einen kleinen Rundgang. Moment, meine Frau sitzt draußen und lacht sich eins, weil sie denkt, wie kann man nur so alt und dumm sein? Tja. Moment. Ich drehe die Erde. Super. Also, das ist hier noch mein sehr unaufgeräumter Working Steel Dingsbums. Da ist meine Bank. Hier noch ein bisschen was. Dann habe ich hier noch ein paar Gewichte rumliegen. Da ist für Klimmzüge. Und nein, 1000 Klimmzüge werde ich nicht machen. Werde ich nicht schaffen. So. Ich trainiere ja zweimal die Woche gut und bin deswegen nicht ganz untrainiert, aber 1000 Liegestütze, nee, das wird wohl nicht klappen. Ich habe hier auch noch ein Zeitmesser. Ja, man sieht es jetzt bloß nicht, weil die Gesichtsverfolgung an ist. Den seht ihr dann schon. Ich hoffe, man kann den lesen. Das Video wird erst einmal nicht geschnitten, aber ich mache dann immer ein bisschen Zeitraffer, weil diese 150 Liegestützen, die ich schaffen werde, die sind innerhalb von einer Stunde sehr langweilig wahrscheinlich. Warum mache ich das? Weil ich es kann, beziehungsweise weil ich es nicht kann wahrscheinlich. Aber vielleicht kann ich es mal und das soll eventuell sogar ein Videotagebuch werden, wie ich darauf hinarbeite, dass ich es vielleicht mal schaffe. Man braucht nicht nur mit dem E-Auto rumfahren, man kann auch ein bisschen körperlich was machen, das ist ganz gut. Und deswegen mache ich jetzt was für die Umwelt und schwitze mich tot. Bis gleich. Zeitmesser, Getränke, Stift und Zettel. Ich werde so machen, dass ich immer 10 Stück mache. Erst einmal 10 in der Minute, mal schauen, vielleicht kann ich da nochmal mehr machen oder weniger, je nachdem. Es wäre ja rein theoretisch dann 600. Das werde ich nicht schaffen. Aber hier, Handtuch, ich schwitze jetzt schon. Habe mich auch aufgewärmt. Wie habe ich mich sonst darauf vorbereitet? Ich habe jetzt erst einmal Mittag und Schein Schweinsbraten mit Knödel gegessen. Nee, natürlich nicht. Vorbereiten kann man sich da nicht drauf. Glaube ich. So. Jetzt schauen wir mal, ob man das sieht. Eine Stunde. Und los geht's. Am Anfang scheint es ein bisschen easy zu sein, aber das wird auf jeden Fall schwerer. Ja, die anderen machen das teilweise oberkörperfrei. Das mache ich nicht, weil sonst entweder zerreißt es euer Device oder eure Frauen lassen sich scheiden und dann stehen sie wieder vor meiner Tür und das will ich auch nicht. Und meine Frau auch nicht.
Jeder Strich sind 10. Haben wir schon. So fühle ich mich auf jeden Fall. Ist ziemlich schwül warm heute. Ich weiß nicht, so 26 Grad, glaube ich. Die Garagentür aufgemacht, dass ein bisschen durchzieht. Die Übung geht ja brutal auf Brust und auf den Trizeps, durch die Körperspannung auch auf dem Lat und auf dem Rücken. Also die 1000 sind auf jeden Fall weit weg, aber das war mir klar von Anfang an. Wäre schon cool, wenn den Kevin The Machine Walters schlagen kannst. Jetzt kommen wir auch mal zu meinen Daten, weil die sind glaube ich auch wichtig. Ich bin 43 Jahre alt. Ja, okay, 53. Bin 1,98. Okay, 1,78 und habe 85 Kilo. Okay, 95. Je schwerer was man ist, umso schwerer wird es. Je älter auch und je untrainierter erst recht. Die Minuten vergehen irre schnell. Das waren 100, jetzt sind es 110, sehr schön. Da zum Aufwärmen, bevor ich da ein bisschen immer rumhacke mit meinen Geräten, mache ich eigentlich immer 30. Aber man meint immer, das ist das gleiche, Liegestützen zu machen und an der Bank Gewichte zu drücken. Es ist trotzdem ein Unterschied. Klar geht es auf die Brust auch, Trizeps auch, je nachdem wie weit du auseinanderhältst. Oder je enger du gehst, umso mehr geht es auf den Trizeps. Je weiter du auseinander gehst auf die Brust. Bei mir beides nicht vorhanden. Ja, am Anfang haben sie recht gebrannt jetzt, aber jetzt mittlerweile geht's. Die ersten tun mir ein bisschen weh, immer in die Gelenke. Wenn man noch ein bisschen warm ist, dann haut schon hin. Ich habe keinen Fitnesskanal, das weiß ja jeder. Wer das nicht weiß, weiß es jetzt. Weil da wäre ich noch noobiger als in meinem richtigen Thema, das ich habe, E-Mobilität. Aber jetzt, ich bringe das jetzt mal in die E-Mobilitätsblase rein, diese Challenge. Mal schauen, vielleicht macht es wer. Und wenn nicht, würde ich sagen, schlau.
Das hat man ausgerechnet, dass wenn man 1000 schaffen würde in einer Stunde, müsste man alle 3 Sekunden eine Liegestütze machen. Das hört sich so einfach an, so easy, aber ist es nicht. Die ersten paar, ja, jetzt auch hier 130, ja, aber das wird dann richtig schlimm. Aber danach gibt es ein Eis. Vielleicht wird aus dem fetten Focker mal ein fitter Focker. Willst du ein paar für mich machen? Kannst vergessen, sagt sie. Das ist Liebe. Das ist Liebe. Ja, diese 1000 wurden ja schon geschlagen vom Sascha. Und zwar Motorrad-Kanal hat der auch auf YouTube. Ich weiß jetzt bloß nicht, wie er heißt. Ich blende es da ein, irgendwas mit Power Rider oder so ähnlich. Der hat die 1000 in, glaube ich, 47 Minuten geschafft. Krass. Ich habe also eine ganz gute Taktik mit den 10. Jede Minute. Aber man kommt dann halt nicht auf die 1000, sondern wie gesagt maximal auf 600. Das heißt, man müsste dann, wenn man ein bisschen fitter ist und wenn man sieht, wie viel das man in einer Stunde schafft, ja, die Schlagzahl erhöhen und halt nicht mehr 10 machen pro Minute, sondern vielleicht 15. Langt auch noch nicht. Dann ist es noch 900, glaube ich. Aber das wäre schon mal besser als 600. Jetzt zeige ich euch mal Erziehung. Weib! Bring Speis und Trank. Wenn's fertig ist. Sie eilt schon, hat sie gesagt. Sie eilt. Okay, wird nix. Ich habe auch gar keinen Hunger. Und Durst ist auch nicht so drauf. Oh, jetzt wird es schon schwerer. Jetzt wird es schon schwerer.
wenn ich wen nominieren darf, ob er will oder nicht, es ist der Horst Lüning. Der hat einmal so gesagt, in einem Video hat er da so locker mal erzählt, dass er 100 Kilo auf der Bank drückt. Und er hat dann, glaube ich, ein bisschen hintrainiert, aber ich weiß gar nicht, was es daraus geworden ist. Gesehen habe ich nur kein Video, ich glaube, der hat es abgebrochen, weil er sich nicht verletzen wollte. Verstehe ich. Aber Liegestützen kann er machen. Herr Lüning, auf geht's. In der letzten Minute mal 2x10 machen. Schauen wir mal. Also 1000 keine Chance, aber das war mir von vornherein klar.
weil nur die absoluten Übertiere schaffen das, glaube ich. Zehn noch. Die fangen in 15 Sekunden an. Uiuiui. Der letzte, der war heftig. Jetzt noch ein alkoholfreies Radler. Isotonisch. Ja, ist schon mächtig. Wehtuchung. Fazit. 600 habe ich geschafft, hätte ich jetzt nicht gedacht. Die letzten 50 waren heftig. Die letzten 10 brutal. Beziehungsweise die letzten 9 und der 10. war apokalyptisch. Also ist machbar. Die 1000 nicht. Ohne Übung auf keinen Fall. Da muss man schon so beieinander wie der Sascha. Aber 600. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Frau, nachmachen. Die lacht bloß. Die hat immer Humor. Muss sie aber auch haben, wenn sie mit mir zusammen ist. Ja, dann trinke ich auf euch. Wie gesagt, Nominierung. Herrn Lüning, das wäre echt klasse. Ansonsten irgendein anderer oder lasst es sein, auch okay. Peace out, Glocke. Euer kaputter Fucker.